Willkommen zu einem neuen TagView Vlog und wie ihr seht, geht es mal wieder um das MatePad Pro. Ich filme mich gerade selber, wie ich mich filme mit dem MatePad Pro, denn ich möchte euch das MatePad Pro im Zusammenhang mit einer Maus, Tastatur und einem USB-Dongle zeigen. Und zwar geht es hierbei um den Desktop-Modus. Fangen wir also an. Das, was ich euch zeigen möchte, ist zunächst einmal, wie kann man das Ganze im Desktop-Modus betreiben. Dazu gibt es die Möglichkeit, mit einem USB-Typ-C-Dongle die ganze Geschichte zu betreiben. Ich habe jetzt hier auch einen weiteren USB-Stick-Dongle mit eingesteckt, um meine USB-Maus, kabellose Maus in dem Fall, zu benutzen. Ihr könnt aber auch eine normale kabelgebundene Maus verwenden. Oder falls ihr eine Bluetooth-Maus besitzt, könnt ihr die natürlich auch mit eurem MatePad Pro pairen. Dieser USB-C-Dongle ist eigentlich für Laptops gedacht. Er bietet eben drei USB 3.0 Anschlüsse, er bietet einen Ethernet-Anschluss, er bietet aber auch HDMI, USB-Typ-C, MicroSD und SD-Karten-Slot, genauso wie ein Audio-Ein- und Ausgang, also ein Headset-Anschluss. Und den USB-Typ-C-Kabel kann ich jetzt hier einfach in die Seite reinstecken. Und hier ist eben der USB-Typ-C Lade- und Datenkabel und ich habe jetzt die Möglichkeit, ganz einfach zunächst einmal eine Meldung zu bekommen von F-Droid und ich kann jetzt hier meine Maus anmachen und kann jetzt tatsächlich meine Maus benutzen, um diese Meldung hier wegzuklicken. Ihr seht jetzt den Mauszeiger hier. Was ich jetzt auch noch machen möchte, ist einfach mal hier, der Dongle hat so ein bisschen manchmal Probleme mit dem Empfang, ein Bildschirmrekorder, eine Bildschirmaufzeichnung zu machen. Und jetzt wird alles aufgezeichnet und ich hoffe, dass die Aufzeichnung jetzt läuft. Es benutzt das interne Mikrofon. Ich werde das später dann nochmal drüber dappen und ich hoffe, dass das auch funktioniert, wenn ich jetzt in den Desktop-Modus wechsle, weil das ist hier der ganz normale Tablet-Modus. Ich kann jetzt hier mit dem Scrollrad mein System bedienen oder mit Klicks mein System bedienen, kann dann hier zum Beispiel Sachen aufrufen. Das funktioniert wunderbar. Ich kann auch die Navigationsleiste runterziehen, wenn ich möchte. Und das muss ich auch machen, wenn ich zum Beispiel die Helligkeit verändern möchte. Das Display, das mache ich jetzt mal ein bisschen heller, damit ihr was mehr sehen könnt auf der Kamera, falls die Bildschirmaufzeichnung nicht funktioniert. Und ich kann jetzt hier sagen, Desktop-Modus einschalten. Wenn ich darauf klicke, öffnet sich der EMUI 10 Desktop-Modus oder einfach EMUI Desktop-Modus. Und ja, hier habe ich im Grunde genommen ein Windows, ein Linux ähnlichen Desktop mit einem Panel, vielleicht auch Chrome OS ähnlichen Desktop mit einem Panel unten, mit ein paar Programmstartern, einem Menü, dazu kommen wir gleich noch. Hier noch ein kleiner Quickstarter für Leute, die einen Pen ihr eigen nennen, die können dann hier ein Programm extra starten, das Notizenprogramm, die Memo App. Und ich habe hier auch die Möglichkeit, meine Statussymbole zu sehen, wie zum Beispiel meine Benachrichtigungen. Und meine Statussymbole hier. Und ich weiß nicht, ob die Bildschirmaufzeichnung noch läuft. Ich vermute nicht, sie wurde beendet, gehe ich mal von aus. Aber so kann ich einfach dann hier das Ganze machen. Ihr seht, ich habe jetzt hier Screenshot und Drahtlosprojektion, die ich benutzen kann. Huawei Share, Desktop-Modus kann ich auch beenden. Ich habe aber keine Bildschirmaufzeichnung. Ich glaube, hier ist auch keine mehr drin. Nee. Da seht ihr das Menü, was ich benutzen kann, um Sachen aufzurufen. Ich sehe hier meine Programme. Ich habe die Möglichkeit, nach Programmen zu suchen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Datei-Icons hier alle nach Buchstaben sortiert sind, beziehungsweise auf der ersten Seite wohl Favoriten. Aber der Rest sind Buchstaben, einfach nach Buchstaben sortiert. Das heißt, die letzte App, die ich installiert habe, landet irgendwie hinten. Und der Rest ist irgendwie nach Buchstaben sortiert. Also es ist ein bisschen seltsam, die Sortierung. Und ich kann das auch nicht irgendwie ändern von der Sortierung her. Ihr seht, ich kann hier nur das Ganze rumswipen, weil ich natürlich auch mit meinem Finger bedienen kann, falls ich keine Maus habe. Aber mit der Maus macht es natürlich mehr Sinn. Ich kann auch mein Scrollrad verwenden. Hier hätte ich mir gewünscht, dass man eventuell die vom Tablet-Modus verschiedenen Desktops und die Anordnung der Symbole und Unterordner vielleicht mit übernehmen könnte. Es gibt dann die Möglichkeit, hier auch noch das Ganze zu beenden, die Bildschirmsperre einzuschalten oder in die Einstellungen zu gehen. Das ruft die ganz normalen Android-Einstellungen auf.
Was wir jetzt hier auch noch sehen, ist, dass in der Taskleiste unten auch für jedes aufgerufene Programm ein Symbol erscheint. Und so habe ich die Möglichkeit, das Programm zu minimieren oder zu maximieren. Zudem gibt es in dem Fenster auch einen Minimieren- und einen Schließen-Knopf. Und wenn ich andere Anwendungen aufrufe, beispielsweise Dateien, habe ich sogar die Möglichkeit zu maximieren, das Fenster in Vollbild zu schalten. Das ist für einige Anwendungen, wie zum Beispiel Videoplayer, ziemlich wichtig. Weiß nicht, ob man das gerade so sieht, weil es dann doch ein bisschen was reflektiert. Da oben rechts Vollbildmodus zu schalten, minimieren, maximieren, kleiner machen und natürlich auch schließen. Oben links befindet sich der Zurückknopf. Das heißt, wenn ich hier beispielsweise in Dokumente reingehe, kann ich sagen, ich möchte zurückgehen. Also die klassische Android-Navigation, die sich auch nochmal unten rechts in der Taskleiste befindet. Neben der Uhr habe ich die klassischen Android-Navigationsknöpfe zurück, Home und Multitasking. Ich kann mit Multitasking zum Beispiel die zuletzt ausgeführten Anwendungen hier auch anzeigen lassen. Das also der Desktop-Modus im Groben. Wie funktioniert jetzt der Multifenster-Modus? Falls ich den benutzen möchte, gehen wir nochmal hier und öffnen wir Dateien. Leider kann ich Dateien nicht anpinnen. Das geht aber mit anderen Anwendungen, wie beispielsweise dem Browser. Wenn ich den mal aufrufe, kann ich sagen, okay, den möchte ich hier links anpinnen und dann wird er mir hier angepinnt. Und ihr seht, es gibt auch eine hübsche Animation, die das Ganze auch nochmal zeigt, wie er angepinnt aussieht. Ich kann ihn sogar, dann geht das hier auch. Es geht also nur so Teil. Hier die Hälfte und dann da eine Hälfte. Ich könnte hier noch ein weiteres Programm aufrufen, falls ich das möchte, wie beispielsweise den Kalender, und habe den jetzt hier irgendwie so ein bisschen. Den kann ich leider auch nicht anpinnen. Das heißt, es gibt einige Anwendungen, die ich nicht anpinnen kann. Übrigens, Shoutout, heute ist der Internationale Frauentag, ein regionaler Feiertag, ich glaube in Berlin. Und Shoutout an alle Frauen. Ihr habt den Tag deutlich auch verdient. Lasst es euch gut gehen und lasst euch von euren Männern oder Freunden gut bedienen. Das also dazu. Dann, ja, den Browser kann ich auch wieder nehmen. Ich kann ihn leider nicht nach oben ziehen, um ihn in Vollbild zu machen. Also diese Geste funktioniert, geht aber auch so. Jetzt kommen wir ein bisschen zum Mal. Seht ihr, das ist ein ganz normaler Desktop, den ich so benutzen kann. Und minimieren, maximieren, Fenster auf- und zumachen. Ich kann natürlich auch, ich habe eine Tastatur, ich kann natürlich auch, wenn ich hier offene Fenster habe, einfach sagen Alt-Tab, wechsle ich zwischen den Fenstern. Das geht also auch. Also für die Leute, die mit der Tastatur arbeiten wollen und zwischen Alt und Tab, mit Alt und Tab arbeiten wollen, geht das auch. Jetzt kommen wir mal zu den Problemen und Schwierigkeiten, weshalb ich davon ausgehe, ja, der neue 10 Desktop, der sieht schon mal recht ordentlich aus, ist aber noch nicht ganz final, hat einige Probleme. Ich weiß jetzt nicht, ob das an den Android-Anwendungen liegt, vermutlich, weil nicht immer funktionieren die, wie ich möchte. Der Huawei-Browser zum Beispiel kann keine Tabs. Ich klicke hier drauf, er lädt zwar neu, ich kann was Neues eingeben und er macht dann eine Suche. In dem Fall ist sogar Google eingestellt. Und ich kann hier auch scrollen, das funktioniert auch. Ich kann sogar mit der mittleren Maustaste draufklicken, es passiert nichts. Vorführeffekt, das hat gerade eben noch funktioniert, aber mit der rechten Maustaste kann ich draufklicken und sagen, im Hintergrund öffnen zum Beispiel. Und was passiert dann? Eigentlich müsste der ein zweites Tab öffnen. Passiert aber nicht. Also hier diese Tab-Leiste ist komplett, ich kann auch hier schließen, der Tab bleibt weiterhin offen, wie ihr seht. Also diese ganze Tab-Navigation ist kaputt. Glücklicherweise kann man sich natürlich auch andere Anwendungen installieren. Andere Browser habe ich jetzt ausprobiert, wie zum Beispiel Bromite. Bromite hier, und der lädt aber jetzt im Tablet-Modus, das heißt hier mit dieser Tab-Simulation. Das funktioniert zwar, aber manchmal hat er also auch Probleme, was bestimmte Webseiten angeht. Vor allem, wenn ich es hier irgendwie anpinne und dann hier was lesen möchte und hier was schreiben möchte oder sowas, habe ich manchmal tatsächlich das Problem, dass ich hier einfach mal ein schwarzes Bild auf einmal bekomme und ja, das nicht ganz funktioniert. Das andere Problem ist, er ist nicht konsistent. Das heißt, manchmal öffnet er der Bromite oder vielleicht auch der Brave. Na, hier muss man auch immer reinklicken, das ist auch ein bisschen ärgerlich. Der Brave manchmal im Desktop-Modus, manchmal im Tablet-Modus, jetzt im Tablet-Modus, manchmal aber auch im Desktop-Modus, wo ich dann auch tatsächlich Tabs angezeigt bekomme, wie beim Huawei-Browser. Und andere Anwendungen haben das gleiche Problem.
toll an der Geschichte, auch wenn ich hier das so mache, toll an der Geschichte natürlich Multitasking. Ich kann jetzt hier mal WPS Office aufmachen, kann sagen, okay, ich möchte hier ein neues Dokument anlegen. Wie mache ich das? Ist natürlich in Chinesisch hier, weil mein Tab hier in Chinesisch ist. Ich glaube hier Plus und dann genau neues Dokument. Und jetzt habe ich ein neues Dokument geöffnet. Ihr seht, er öffnet das auch im anderen Fenster. Und jetzt kann ich das hier reinschieben und kann jetzt sagen, okay, hallo, dies ist ein kleiner Test. Und kann jetzt einfach sagen, okay, dieses Bild, das gefällt mir, das nehme ich und ziehe hier rein. Das funktioniert jetzt mit dem Brave-Browser nicht. Das funktioniert nur mit dem Huawei-Browser natürlich. Machen wir mal einen NeptuneOS.com-Suche. Oder gehen auf die Webseite für die Leute, die sich für Linux interessieren und mal ein interessantes System haben wollen. Gehen wir auf die Screenshots. Ziehen uns hier an die Seite und dann sehe ich hier ein paar Screenshots, kann die anklicken und ich habe auch die Möglichkeit, die Bilder, die hier jetzt angezeigt werden, hier reinzuladen. Das heißt, das Bild kann ich nehmen und tatsächlich hier reinladen und es wird dann hier angezeigt. Und so kann ich dann hier mitarbeiten, wie ich es eigentlich am Desktop auch gewohnt bin. Und das ist eine tolle Sache, wie ich finde. Also da gibt es bei einigen Programmen die Möglichkeit, das zu machen. Nicht bei allen Programmen. WPS Office arbeitet mit dem Huawei-Browser ziemlich gut. Da funktioniert dieses Multitasking übrigens nicht nur im Desktop-Modus, sondern auch im Multitasking-Modus natürlich genauso gut. Dann, was mir auch aufgefallen ist, negativ, sind andere Anwendungen, die einfach nicht für den Modus Desktop angepasst sind. YouTube Advanced beispielsweise könnte jetzt an der YouTube Advanced App liegen. Er startet manchmal, ich starte jetzt hier im Vollbild, weil ich so eingestellt habe und ich kann jetzt hier einfach mal, bin ich angemeldet, habe irgendwelche komischen Videos hier, die mir vorgeschlagen werden und könnte dann einfach ein Video anklicken, beispielsweise das hier. Und dann habe ich halt hier die normale Ansicht des Tablets. Falls ich diese Anwendungen und hier meine Kommentare aber im Fenstermodus auf dem Desktop starte und dann zurück zum ganz normalen Tablet-Modus wechsle, kriege ich dieses Video hier in quasi so Vollbild angezeigt, kriege ich ja quasi eine Smartphone-App. Und die Vorschläge werden unten teilweise nur angezeigt. Also da gibt es dann riesengroße Probleme und ich muss einfach mal mehrmals nochmal neu starten, diese App, Cache löschen und so weiter und so fort. Also da ist noch Nachholbedarf, was einige Apps angeht. Das gleiche gilt auch, ich kann es ja mal versuchen. Wir gehen nochmal zurück in den Desktop-Modus und starten mal den, wo habe ich den Browser? Hier, starten mal Bromite hier. Und da seht ihr, jetzt ist Bromite nicht mehr im Tablet-Modus, sondern im Tablet-Modus oder im Mobil-Modus, was Tabs angeht, sondern jetzt habe ich hier ganz oben ganz normale Tabs wie auf dem Desktop-Browser. Das heißt, es ist manchmal ein bisschen ärgerlich, weil jetzt könnte ich hier natürlich damit viel besser arbeiten. Und das ist natürlich für den Desktop-Modus noch, weshalb ich sagen würde, der Desktop-Modus, falls ihr Maus und Tastatur anschließt, versucht es vielleicht im Tablet-Modus, weil dieser Desktop-Modus, der ist noch nicht ganz fertig aus meiner Sicht. Da fehlen also noch ein paar Anpassungen und die Programme, ich weiß nicht, ob es ein Android-Problem ist im Allgemeinen, aber ich glaube auf dem Galaxy-Tab mit Samsungs Desktop-Implementierung funktioniert das, mit Samsung DeX, so heißt das, funktioniert das, glaube ich, besser. Und also da muss Huawei noch ein bisschen was anpassen. Auch die Apps hier, da würde ich mir wünschen, dass man die auch verkleinern und vergrößern kann. Habe ich das eigentlich gezeigt? Das kann man mit dem Browser zum Beispiel machen. Dann kann ich das Fenster einfach nehmen, verkleinern, vergrößern, wie ich gerade lustig bin. Das geht also auch wunderbar, aber es funktioniert nicht mit allen Apps und einige Apps laufen halt eben nur in diesem kleinen Fenstermodus und lassen sich nicht verkleinern oder vergrößern. Es gibt Hacks, um das zu aktivieren in den Entwickleroptionen, aber das funktioniert dann mit den Apps nicht richtig oder die Apps stürzen ab. Das heißt, hier muss Huawei noch ein bisschen was nachholen, was den Desktop-Modus angeht. Dann würde ich sagen, ist das eine gute Erfahrung. Ich habe das schon benutzt, wirklich eine Woche lang fast ausschließlich benutzt. Man kann natürlich auch so Sachen machen, wie beispielsweise, ich könnte hier ein Terminal mir installieren und könnte dann sogar remote connecten zu meinen Linux-Boxen und könnte dort dann ausarbeiten, Git und so alles Mögliche, was ich da brauche zur Arbeit, benutzen. Das funktioniert ohne großartige Probleme. Ich habe meine Podcasts, meine Audiocasts hiermit aufgezeichnet. Dazu kann ich auch mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Recorder, da haben wir Easy Voice Recorder,
als App. Da seht ihr TechView Podcast 508, habe ich zum Beispiel. Ich kann das hier in der Größe verändern. Da sehen wir wieder ein Problem. Er hat jetzt hier die App im Vollbild geöffnet und dann passiert halt sowas. Kann ich die App nochmal aufrufen? Easy Voice Recorder. Genau, jetzt seht ihr, ist die Web-App in zwei Tabs hier drin, also komplett anders. Und was ich dann mache, ist halt, ich nehme, ziehe es hier runter, mache ein bisschen was kleiner noch, so klein wie es möglich geht, ziehe es hier runter, öffne meine Notizen-App, Notizen, die jetzt zu meinen OnCloud- oder Nextcloud-Notizen connected. Und dann seht ihr hier zum Beispiel meine Notizen für den TechView Podcast 508. Und ich gehe dann hier in diese Ansicht und auf der anderen Seite habe ich dann normalerweise einen Browser offen, wie zum Beispiel den, und in mehreren Tabs dann Sachen geladen. Ich kann das jetzt hier so anordnen, falls ich das möchte zum Beispiel. Aber ich mag es halt so. Dann habe ich jetzt drei Fenster offen, klicke hier auf Aufnahme und lese dann hier, was im Browser zu sehen ist. Meistens benutze ich wirklich nicht den Huawei-Browser, weil der eben keine ordentlichen Tabs hat. Dann benutze ich Bromide zum Beispiel als Browser und der startet jetzt, wie ihr seht, mit Tab Support. Das heißt, ich kann jetzt tatsächlich auch Tabs benutzen, weil ich den vorher halt anders gestartet habe. Also ihr seht, da muss noch ein bisschen was nachgeholt werden, was Browser Support und was Anpassungen angeht, weil er kann das. Und dann kann ich hier in verschiedenen Tabs halt eben meinen TechView Podcast durchspielen und durchsprechen, während hier die Aufnahme läuft. Und so habe ich zum Beispiel meinen TechView Podcast aufgenommen, die letzten zwei Male. Das geht also ohne Probleme. Letzten zwei Male angeschlossen über USB, dann mein Mikrofon, mein externes Mikrofon. Das geht hier über USB ganz einfach und der Desktop erkennt das auch ohne Probleme und auch die Easy Voice Recording App erkennt das ohne Probleme und damit habe ich also die Möglichkeit, da auch meinen Podcast mit aufzunehmen. So, ich hoffe, ich habe euch einen guten ersten Eindruck gezeigt zum Desktop-Modus von Huawei. MUI Desktop heißt der und weshalb ich finde, der hat noch ein bisschen was Feinschliff verdient, weil ja, es gibt ein paar Probleme noch bei der Anpassung der Programme. Der Huawei Browser, von dem erwarte ich tatsächlich, dass der mit Tabs auch ordentlich umgehen kann im Desktop-Modus. Also da muss Huawei auf jeden Fall nachholen, zumal er, wenn ich mal jetzt hier in den normalen Tablet-Modus wechsle und den normalen Browser aufrufe, der mir die gleiche Ansicht anzeigt, ich aber wunderbar Tabs öffnen kann und zwischen Tabs wechseln kann. Also da muss auf jeden Fall noch nachgeholt werden und ich hoffe, dass Huawei das in Zukunft auch bringen kann, damit der Desktop-Modus unter Emotion UI dann auch ordentlich funktioniert und das Huawei MatePad Pro dann eventuell auch im Desktop-Modus als kleiner Laptop-Ersatz genutzt werden kann. Das war's für diesen TechView Vlog. Falls ihr euch gefallen habt, liked und subscribed und den ganzen Knatterradatsch und bis zum nächsten Mal. Ciao!